Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Pirat. Heute geht es um das Telekom Disney Plus Desaster. Da ist ja doch einiges schiefgegangen. Was wir dagegen machen können oder wie wir weiter vorgehen, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Vor einiger Zeit, also eigentlich schon sehr lange her, habe ich eine Magenta Smart Home Facebook-Gruppe gegründet. Da aber immer wieder Fragen auftauchten, hatte ich dann einfach parallel dazu eine Magenta TV Facebook-Gruppe gegründet. Was machen wir da in den Gruppen? Wir haben alle gleiche Interessen und tauschen uns da aus. Und dann haben wir natürlich Fragen, die uns dann vielleicht andere beantworten. Klappt wunderbar. In der Magenta Smart Home Gruppe sind schon über 1800 Mitglieder. Die Magenta TV Gruppe dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Das hat sich allerdings am Dienstag geändert. Da kommen Anfragen rein seitdem ohne Ende. Mittlerweile sind wir 290 Mitglieder. Für so eine kleine Facebook-Gruppe ist das ja schon beachtlich. Und wie man sehen kann, seit ich heute Morgen losgefahren bin bis jetzt, das ist gerade mal, wie viel haben wir? 46 Minuten, schon wieder 5 Anfragen hier dieser Gruppe beizutreten. Warum ist das so? Das liegt ausschließlich an Disney Plus und Magenta TV. Wir haben ja seit Dienstag wurde ja Disney Plus freigeschaltet und Magenta TV hat den Fehler begangen. Mittlerweile kann man es ja nur noch als Fehler sagen, diesen kostenfrei für seine Kunden 6 Monate zur Verfügung zu stellen. Haben ganz kurz, knapp vorher, also erst letzte Woche, glaube ich, oder sogar erst am Wochenende angefangen, das zu bewerben und sind jetzt hoffnungslos überfordert damit. Nicht nur, dass wir Probleme haben, letztendlich überhaupt sich dafür freizuschalten oder letztendlich auch da die Informationen zu bekommen. Nein, es ist ein komplettes Desaster. Ich zeige euch das mal. Ich hatte jetzt hier gedacht, komm, ich poste mal einen Link für unsere Mitglieder und da könnt ihr euch hier wunderbar anmelden bei der Seite, die die Telekom extra zur Verfügung gestellt hat. Und da habt ihr alles, was ihr braucht. Super, geht doch ganz schnell. Warum ist das denn so kompliziert, dachte ich erstmal. Und habe es dann mal selber probiert. Ich habe also direkt am Dienstag selber probiert, mir über Magenta TV die Disney Plus oder das Disney Plus freizuschalten und bekam dann schon in der Gruppe sehr viele verschiedene differenzierte, aber dennoch hilfreiche Hinweise, Antworten, Fragen, alles Mögliche. Also das ist ein Desaster. Erstmal einen Schluck Kaffee drauf trinken. So, die Hinweise und Tipps, die es da gab, oder die ersten, also waren ein paar, die waren ganz locker, lässig. Ach, ist doch kein Problem. Buch doch einfach über dein Kundencenter oder hier über die Seite oder direkt aus Magenta TV, also sprich Receiver an, App auswählen, Service buchen. Geht normalerweise wunderbar. Hier brechen wir mal eine Lanze für die Telekom. Im Moment geht aber gar nichts. Schon als ich erste Mal diese Seite hier betreten habe, das ist allerdings am Dienstag gewesen, kam der dezente Hinweis, dass dieser Service überlastet ist und man es doch bitte später versuchen möchte. Mittlerweile gibt es hier keinen Hinweis. Was ich aber vermisse, ist eine Erklärung zu diesem absoluten Desaster, zu diesem Chaos, der hier quasi gerade vorherrscht. Ich kann euch Folgendes berichten und auch gerne mal zeigen. Als erstes hieß es als erkennungsdienstlichen Hinweis, dass man hier in der in der Mediathek von der App-Mediathek sozusagen sich die App runterladen kann. Das ging auch noch am Dienstag. Da war tatsächlich eine Disney Plus App verfügbar und die ist jetzt weg. Sie ist einfach weg. Gibt's nicht mehr. Haben sie kommentarlos entfernt. Habe ich heute Morgen gelesen, hatten ein oder andere in der Gruppe schon berichtet, deswegen habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal hier dieses Video machen. Dann gab es noch die Alternative, dass
ein Sender Disney Plus existierte. Der war hier bei mir auch. Der war also unter vielen verschiedenen Sendern. Und hier in dem Moment war er an Stelle 236, glaube ich. Und auch der ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Das heißt also, alle erkennungsdienstlichen Hinweise auf die App bzw. auf den Sender sind mal eben verschwunden. Ohne einen Kommentar, ohne Hinweise von der Telekom, ohne irgendwas. Und das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, wie ist der aktuelle Stand? Jetzt habe ich von vielen gehört, dass die gelesen in unserer Gruppe. Ich poste übrigens den Link zur Anmeldeseite und auch zur Gruppe unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne auch mit teilnehmen. Wir freuen uns über jeden, der in der Gruppe dabei ist. Auf jeden Fall wird davon berichtet, Kundenservice kann keine Auskunft geben. Hoffnungslos überfordert, überfragt. Das heißt also auch, der First Level Support bekommt keinerlei Informationen dazu. Jetzt dann widersprüchliche Aussagen zu Preisen. Ja, also für alle, die es nicht wissen, Telekom schenkt die ersten, so ist der aktuelle Stand, ich kann es auch nur, diese Angabe ist ohne Gewähr, die ersten 6 Monate ihren Kunden jetzt Disney Plus. Wunderbar, wenn es denn funktionieren würde. Danach kostet der Service über die Telekom weiter bevorzugt nur 5 Euro, so ist der Stand aktuell, und nicht die 6,99 Euro, die es im Moment gibt die es dann jetzt für die Spätbucher sozusagen gibt, weil Disney hatte ja auch im Vorfeld gesagt, Frühbucher bekommen für 5 Euro im Monat, alle danach müssen den regulären Preis zahlen. So, das ist der aktuelle Stand heute. Aber hilft natürlich nichts, wenn es nicht funktioniert. Was kann ich jetzt tun? Es gibt natürlich die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ihr euch da auch schon mit befasst habt, ihr könnt natürlich ganz klar, und die funktioniert hervorragend, Disney Plus auf euer Handy laden. Ja, also wir haben hier eine App, mit der kann man wunderbar arbeiten. Jetzt ist das der Vorteil dieser schönen App, dass die tatsächlich mit verschiedenen Geräten arbeiten kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier, obwohl ich jetzt ein Apple habe, kann ich mir zum Beispiel von Google Chromecast, genau, holen und kann dann von der App aus auf den Chromecast das rüberbeamen, das Video, und kann dann mir das angucken. Wir selber haben es gelöst über den Amazon Fire TV Stick. Da ist die App auch verfügbar, funktioniert auch wunderbar. Also diese Unternehmen haben das ein bisschen besser im Griff. Ich denke, das liegt daran, dass die App und auch die App, die auf dem Fire TV Stick direkt von Disney programmiert und zur Verfügung gestellt wurde, und ich kann mir vorstellen, dass das Telekom hier wieder mal ein eigenes Süppchen ankochen möchte und dadurch es wieder mal ein paar Problemchen gibt. Aber gut, das heißt, damit ist nicht geholfen. Dann habe ich gelesen, was auch wohl gut funktioniert, wer die PlayStation 4 hat, ne? Also Kiddies, habt ihr die PlayStation 4 am Start, dann könnt ihr darüber auch eine App installieren und euch das Ganze angucken. Apple TV, soweit ich weiß, unterstützt es auch, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Wäre dann sowieso auch über das iPhone möglich, denn wenn ich ein Apple TV habe, kann ich auch jederzeit den Inhalt des Telefons aufs Apple TV beamen und kann mir die ganzen Sachen dann angucken. Was ich dann gestern noch probiert habe, wäre jetzt der Meinung ist ja, es gibt Beamer, da muss man auch aufpassen, kann ja mit Beamer auch dann an die Wand schmeißen. Da gibt es allerdings ganz feine Unterschiede, denn nicht jeder Beamer hat sich die Mühe gemacht und die Lizenzen gekauft, um dann solche Inhalte wie Netflix oder jetzt in dem Fall Disney Plus auch wiederzugeben. Das heißt, die meisten einfachen, kostengünstigen chinesischen Produkte, die können gar nicht die Inhalte wiedergeben, weil die von vornherein blockiert sind. Und ich hatte gedacht, ich probiere es dann mal aus, weil die App ist ja ganz neu, aber auch die war schon blockiert. Das heißt, da gibt es Mechanismen, die von vornherein das Ganze verhindern.
Ja, was können wir jetzt machen? Ich kann euch nur auffordern, kommt in die Facebook-Gruppe. Ich versuche jeden so kurzfristig wie möglich da reinzulassen. Dann können wir gemeinsam unsere Erfahrung austauschen. Und ich denke, dass das Problem dann innerhalb der nächsten Tage hoffentlich erledigt ist. Weil das ist doch echt eine Pleite. Ich kann doch nicht hingehen und als Telekom, als großes weltumspannendes Unternehmen, so tolle Lokangebote machen und dann so ein Desaster hinzulegen. Wer hat denn da bitte sein Gehirn nicht eingeschaltet? Also meine Aufforderung an Telekom, wenn ihr schon nicht in der Lage seid, hier das nach euren und unseren Wünschen bereitzustellen, dann bitte informiert uns. Ja? Eine einfache Nachricht hier auf der Seite reicht ja schon, wenn man da hinschreibt, liebe Telekom-Kunden, aufgrund der hohen Nachfrage haben wir zurzeit technische Probleme oder bla bla bla. Das ist doch für alle schon mal ein guter Hinweis. Dann braucht man nicht hektisch auf den ganzen Dingern rumklickern. Ne? Ist doch klar. Auch hätten wir uns früher gewünscht als Telekom-Kunden, wenn er das mal ein bisschen früher geschrieben hätte. Ne? Nicht nur jetzt erst so spät, weil ich für meinen Teil hatte dann zum Beispiel jetzt das Abo direkt bei Disney abgeschlossen. Hätte ich mir auch schenken können, wenn ich die geliebte Telekom mir da mal früher das Ganze mitgeteilt hat. Das war also eine Kurzschlussreaktion oder Kurzschlussaktion. Die hätte man sich in dieser Form auch locker sparen können. Wenn ihr mit ausgereiften Entwicklungen an den Start gegangen wärt, eine Woche oder zwei Wochen später, wäre auch super gewesen. Ne? So geht das nicht. Ja, gut. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Solltet ihr nichts verpassen wollen, entweder in der Gruppe anmelden oder den Kanal abonnieren. Ich denke, hier gibt es vielleicht noch ein Update. Ich bin mal gespannt, was die Telekom da sich zusammenbastelt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.